Ja, hallo meine lieben Soul-System-BewohnerInnen, weiter geht's mit Wildermyth von Worldwalker Games. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alles so ein bisschen neu und ungewohnt für mich. Die Positionierung des Büros hat sich aus Gründen von Reproduktion etwas verändert. Ich glaube, der ein oder andere von meinen Zuschauern und Zuschauerinnen, der weiß genau, wieso das Veränderungen mit sich bringt, wenn man sich erfolgreich reproduziert. Es ist jetzt egal, wir wollen jetzt weiter mitspielen und wir haben jetzt die Aufgabe, hauptsächlich jetzt Deepest Sites, also solches Deepest Territorium, ja, wie soll ich sagen, zu bespielen, kann man das so sagen, ja, die dort zu besiegen und dadurch halt Leute zu retten, ja, also die nehmen jetzt Leute gefangen oder unter ihren Einfluss ihres Kultes und das müssen wir verhindern, indem wir Deepest im direkten Kampf besiegen und ja, das wird dann für diese Endmission eben entsprechenden Bonus mit sich bringen. Zunächst einmal möchte ich für die, also nicht Höhlenlöwen, ne? Ich möchte mal sagen, Hügellöwen, weil die von den Hügeln aus die Kühe reißen. behaupte ich einfach. Wäre auch so geil, wenn ich die Timberwolves genannt hätte, aber da bin ich damals nicht drauf gekommen, ne? Cave Wolves oder so, wäre auch cool gewesen, aber auf geht's. Wir holen uns einen Held. Let's go. Ich möchte einfach eine Fünfergruppe haben, da kann man jetzt auch argumentieren, nimm erst die eine Provinz doch da drüben, die jetzt frei ist, die liegt doch sozusagen auf dem Weg, und suchst einmal vor und zurück, ist mir egal. Ich möchte das jetzt so machen. Ich will mal gucken, wenn es da auch so gibt, Leute. Ich bin da neugierig. Pick vom Legacy, jetzt gucken wir mal, wen haben wir denn da? Buffy Summers dürfte ich eigentlich nicht nehmen. Meli Bio von Eki Bio. Kamia haben wir auch schon sehr oft gehabt. Christian wäre ein weiterer Krieger, der wäre auch interessant, aber halt alles Level 1. Es ist halt alles nichts Spruchreifes. Okay, ich könnte auch... Ich wüsste was, ich glaube, ich komme mit der Kampagne, die ich mit Munali spiele, gar nicht so weit. Ich zeige euch mal so einen Feuerbogenschützen. Ich bringe die Buffy Summers, auch wenn ich meine Legacy da vielleicht ein bisschen durcheinander würfe. Vielleicht tue ich sie auch gar nicht weiter promoten oder so. Ich nehme sie auf jeden Fall mal mit. Buffy Summers, die Vampirjägerin, ist doch hier perfekt geeignet. Und die wird mit Feuer schießen und zwar nimmt die die Ember Arrows und wenn sie neben Feuer steht, macht sie mehr Schaden. Jetzt ist Ambush natürlich eine voll gute Sache. Und was ist Ember Arrows Plus? Es ist Swift Action once per turn. Buffy can move to a tile. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Das Erblinden lassen ist geil. Ich nehme jetzt aber noch Ambush dazu und gebe die 4 Legacy Points aus. Recruit, sage ich. Kostet halt einfach einen weniger. Wegen der Fähigkeit von Monali als Bardin. Kann wunderhübsch singen. So, Recruit prepared. Wunderbar. Wir sind zu fünft. Wir arbeiten also diesmal mit zwei Jägern. Also finde ich eigentlich ganz cool. Und zwei Kriegern und einer Mystikerin. Und jetzt gehen wir aber hier in die Amber... Was? Amber Kedars Timberland? Oh Gott. Das wird wieder was mit meinem... Englisch. Oh ja, ja. Sprache, immer im Wandel, immer faszinierend. Vermischung, Kulturvermischung, Sprachvermischung. Immer wieder interessant. Die Traditionalisten tun mir immer so leid, wenn sie Sprachen verändert. Oh, die verunstalten unsere Sprache. Ne? Frag mal in Südamerika, ne? Also dieses, wie heißt es? Spanglisch? Heißt es Spanglisch? Total faszinierend, total interessant. Finde ich diese Vermischung aus Spanisch und Amerikanisch-Englisch total cool. Also, ich bin aber auch so einer. Bin auch ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Let's go, auf geht's. Erste Mission gegen die Deepists. The Maker. Ich überlege, ich weiß es nicht, ich lese es vor. This looks like a good place to camp for the night. Are you okay, Monali? Huh? Oh, yeah, sorry. Was lost in thought. Looked like someone dug once. Well, I guess I just never expected that this would be my life. Did I ever tell you that I used to work as a weaver?
The loom look complicated, but once you learn how it all fits together, you can focus on the pattern you want to make. It felt good. Crafting things? Würde, glaube ich, jeder RPG-Fan natürlich ihr Recht geben. What can you do, Tuff? The world pulls you away sometimes. Weise Worte in diesem Spiel. Waldemar ist absolut unterschätzt. Ich sag's immer wieder. The world pulls you away sometimes. In der Tat. So, was antwortet denn jetzt Pitt? I didn't think this is where I'd end up, Ada. Oder actually, I have an idea for those skills. Natürlich hat Pitt eine aufregende Idee. You two are still awake? Oh, well. Later. Es ist ein kleines Problem, wenn ihr das auswählt. But behold, is that a diorama of the attack side? Sure is. What the... Is this to scale? Should be. Now see the layout. Here lends itself perfectly to this sort of trap design. You're not wrong. It's pretty clever. Too bad we don't have time to rig it up. Uh-oh. Later still. Much later. Are you serious? Let's just hope it was worth the sleep deprivation. Also ihr seht schon, was das Problem ist. Sie haben einen super geilen Plan, aber zwei völlig erschöpfte Kämpfer. Übel. Mona Lee gained Rampaging Boulders und sie hat minus 10 Dodge und minus 10 Block. Und er hat auch minus 10 Dodge und minus 10 Block. Hat sich das gelohnt? Wir werden es gleich sehen. Also zwei Hornshines, zweimal leichte Infanterie, also Nahkampfinfanterie. Wir haben Rushrocks als Schockkavallerie, nochmal einen Chosen als Schockinfanterie und Borkenslimmer als Fernkampfinfanterie. Wollen wir mal gucken, was wir gegen diese Dudes machen. Und ich möchte nochmal erwähnt haben, ich würde das ja sowas von gerne als rundenbasiertes Strategiespiel haben. Mit der Menschenfraktion und diesen fünf Fraktionen, die es in dem Spiel gibt. Ich fände es geil. Ich fände es aus Gründen geil. Okay, was machen wir denn jetzt am besten? Und meiner übermüdeten Truppe. So, Rampaging Bowlers. Das würde einen Einfluss haben bis darüber. Und es macht 3 bis 13 Damage und 3 Schritt. Once only. Trigger you prepared trap, sending bowlers rampaging across the battlefield. Das betrifft aber nur die Gegner, soweit ich das verstehe. Deswegen warte ich mal noch kurz da damit und überlege mir meinen Angriff ganz genau. Ella, du gehst hier in den Guardian-Modus. Ich hebe mir das vielleicht für den zweiten Raum auf. Das ist jetzt der springende Punkt an dieser Nummer. Mona Lee muss ein bisschen Deckung suchen, ihr wisst warum. So ein Stein schmeißen ist immer nicht verkehrt. Okay, Pitt, wie viel Schaden machst du? Nicht ausreichend. Da brauchst du ein bisschen Hilfe, dass das Ganze funktioniert. Aber ich hätte gesagt, eher. Ambush. Also, ne, was das macht, sie legt da was hin und dann macht es auch mehr Schaden, wenn es dann trifft und so Zeug. Und Pitt, du gehst da rüber und fängst schon mal an, den zu bearbeiten. Prepared Shot plus 2 Schaden. Ich weiß nicht, ob wir diese Falle brauchen werden. Jetzt schaut mal hier, der Hornschild, was die ausmacht, ist halt einfach, drei Schild zu haben. Ne? Aber die haben nur einen einzigen Lebenspunkt. Und wenn du garantiert Schaden machen kannst, dann... bringt dir auch Rüstung und Magieschild nicht. Nichts. So, Interviews mit... schwierig.
mit dem Shrine, Greater Constrict und dann ersticken wir einfach mal den da hinten. Es wäre so gemein, diese Falle jetzt nicht auszulösen, ne? Ich finde es so schön, dass dieser Charakter bis darüber lieben kann. Ich schicke den echt weg. Ich warte noch eine Runde mit der Falle. Einfach, weil ich es kann. So, Wolf Call. Nö, sehe ich gar nicht ein. Kommt er jetzt angetrampelt? Keine Ahnung. Ich mache jetzt die Falle. Ah, ich muss die so auslösen. Wow. Ich bin beinahe beeindruckt. Es macht gerade alles Monali. Einfach so nebenher. Weil sie es kann. Haben wir überhaupt noch irgendwas Relevantes? Oh ja, diese Gruppe ist böse. Und zwar so richtig böse. Heroism reicht. Reicht, um hinzukommen. Das ist das, was ich haben wollte. Flanke ist ein 100%iger Treffer und wir sind erlöst. Ja, würde ich sagen, läuft. Ein bisschen Level-Ups haben wir auch. Was möchte ich jetzt haben? After hitting with a non-swift melee attack, if Ella still has actions left, she can move up to the half her speed as a free action. Das ist auch nicht schlecht. Sentinel ist halt auch geil. Replaces Guardian Ella, leaps up to two tiles in order to intercept a foe who passes nearby. Ich finde es ganz witzig, da wird sie ein bisschen flexibler dadurch. Ja, komm, sie kriegt Sentinel noch oben drauf. Juhu, ich habe auch ein Level Up. Was macht das eigentlich, wenn ich mein Haustier verbessere? Gain 30% Chance to find an extra augment at the end of every mission. Battlelands. Melee attacks only cost spend one action. Da ist er doch. Hol ich mir halt später. Angesprochene Person weiß, warum ich das jetzt so deutlich nochmal sage. Throughshot. Ja, hätte ich gerne bitte. Der Durchschuss. Zeige ich euch dann, warum ich den gerne hätte. Warding 08 ist natürlich Magieschild und Magieschild ist für jeden gut. Kleine Frage. Der hätte dann zwei. Ich gucke immer so erstmal so ein bisschen meine Nahkämpfer. Dann, Ella, bitte nimm mal dieses wunderschöne Schmuckstück. It's impressive how quickly I can go from fighting for my life back to everything feeling normal. We just cut down a pile of monsters. You get to feel however you want to feel. At least our little friend is back to normal. Scratch, scratch, scratch. Why does it do that anyway? What? That digging. What? What? Can't a critter dig a little without some human passing judgment?
Later Afternoon? Hat schon wieder eine Münze gefunden. About time it wore itself. Oh, looks like it's got something. If it's one of those mushroomy bits, send it back. Ah, I hardly ever get those anymore. This is something else. A coin? Not any type of coin I recognize. Tough. Looks old. This is a bit of a theme with you, isn't it? Who knows where it came from? Better than another dead mouse, anyway. Good attitude. Ein old coin talisman. Völlig wertlos. Wer sollte so einen wertlosen Gegenstand nur bekommen, der einem nichts bringt? Ach, Ella, nimm du doch den mal. Chosen Extra Armor. Toll. So, plus 40 Days haben wir gerade gekriegt auf den Timer. Das ist gut. Und dann sagen wir, Feinde Idem. Dann, ich lasse mich von dem Timer jetzt nicht unnötig stressen. Könnte man meinen, wie naiv bist du denn? Aber noch haben wir ausreichend Zeit, das alles zu erledigen. Potenzi. Ein Ring. Ja, bitte einmal für Pit. Okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Hier hätten wir dieses Yofgur Plains. Das ist ein Grasland. Sieben Tagen kommt eine Calamity, 60 Tage. Dann kommt die Incursion. Das ist so eine kleine Mini-Invasion des Gegners oder der Gegner. Nein, einfach aus Prinzip. Nein, einfach aus Prinzip. Dann habe ich aber keine Legacy Points mehr, ne? Egal. Oh ne, jetzt haben wir ausgerechnet nur Mortagi gefunden als Gegner. So ein Käse. Wird trotzdem gemacht. Sieht man immer rechts oben, Leute. Kirdox Tower. Okay, a wild thriving old local was happy to provide the lowdown on this weird tower. What is she tell you, Buffy? Any clue who built the place? Didn't say. Just talked about the bone walkers, roved the woods sometimes, leather-faced. Guy over on the other hillside, light leaks from the cracks of these old blue stones. Just on spring nights, he said, since last year. So they were no help? Where we going in? Regardless. Bam! Dust drifts in a suddenly empty doorway. Guess it's open! Did you really have to kick it down? Huh? Thought you said we were going in. Trying that hall. I will have a peek downstairs. Soon a buzz from the hall's far end sneaks into their ears. Gzzz. The noise coming from inside. Yeah, something's... Bam! You seriously need to stop. Yeah, ohne Witz, stop. Why, you see something? As they enter, the noise abates. Oily odors spill off shadow crowd shelves, shaped organic to synthetic by varying degrees, spread and pile everywhere in industrious disarray. Voll geil. Wenn ich mir dann so die Fraktion vorstellen würde, ne? Was die so an Rohstoffen brauchen und so. Ich finde das so geil. Das ist so... Das ist so noch nie da gewesen, ja, das ist so ein Strategiespiel, so mit Wartagi einfach. Wo du halt Friedhöfe bauen musst und irgendwie, ja, und dann brauchst du Metall und Metallurgen und sowas und das zu kombinieren, das ist einfach so gut. Egal. A lot of trial and error looks like. Brrr. Much of what you expect. Junk and worse.
If it's working Motagi machinery, it's maybe time to test the thing I was saying. Not this again, Pit. Seems like we should give it a shot, Toph. What if we activate our own Motagi and it likes us? Maybe peace comes that way. Cellar's empty. What you to find? This. Pit wants to try this theory. You can't be serious. Oh, doch. Er ist sich sehr sicher und ich mir auch. I say we torch this hole up. Here's one that's nearly finished, just needs a dad. Also, ich weiß, ich habe ein paar Profis auf dem Kanal. Leute, ich kann das nicht anders spielen. Ich kann das nicht anders spielen. Here's one that's nearly finished, just needs a dad. Was soll da schon schief gehen? Pit settles into a fiddle with the half-finished contraption, lying here among the scrap. So, look, I understand. I'm not the one you think of when it comes to tinkering a box study and such. But I will tell you, these are wonders of the ancient world. I feel drawn to their hidden histories. Like it was destiny. Pop, click. You talk about it an awful lot. Yeah, I don't know. It's just been a hobby of mine. Rachel. That's so geil. Why isn't this working? It's little core, it's secured, right? Right, and oh, later. How much time should we give him, you think? I'd say we're close to the limit. See, if this gets you going. Poke! Ow! So, Pit, how much longer until. Now I think we're finished. Es ist so geil. Es braucht halt tatsächlich, um zu laufen, Blut. Also Blut, Magie, Blut. Ich würde es Wissenschaft nennen. Frobble, Sprange. Wie es sich freut, ist so geil. Die anderen so sich voll, ja, einsauen. Ugh, what's it? Don't let it. He considers you a friend. You think so? Why? Maybe inherited my feelings through the blood, perhaps. Ah, so geil. Well, let's hope it remembers whose side its own. Curses. Somebody joins the party! Das ist ein geiles Spiel. Kommt schon, ist das ein geiles Spiel? Wir haben gerade eben ein Sommelier zusammengesetzt. Dann mit Blut die letzte Zutat gegeben, dass dieses Ding hier läuft. Und es ist unser Freund. Es ist programmiert auf uns. Peter's taking a companion, which will help in any battle he takes part in. Oh, now see, Pit lose one hit point. Aha. Er hat sich dabei ja verletzt. Er musste ja ein bisschen, ne, Blutspende machen. Wir haben's mit Wardrobes, Butlern, Batchbees, Weltling, Watchmen, Spectics zu tun. Das ist keine Laufkundschaft. Und da ist er jetzt tatsächlich und ihr könnt ihn einsetzen. Ist ein bisschen schade hier. Das ist hier ein bisschen misslungen da oben, ja. Ansonsten könnt ihr diesen Dude jetzt wirklich so einsetzen und seine Waffen benutzen. Ne? Also, das ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ich weiß jetzt noch nicht, an welcher Reihenfolge ich das mache, aber der Sommelier zum Beispiel, der geht jetzt hier hin und ich muss ehrlich sagen, Leute, wenn ihr ein Spiel sowas mit anbietet, das ist so geil. Der schrittet jetzt erstmal diesem Ding hier die Sachen weg und baut uns halt einfach schon mal Flanken auf. Ne? Doch, bei 79% ist er gedodged. Das ist natürlich nicht gut. Natürlich ist das nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, von wo aus das True Shot die alle treffen könnte. Ich versuch's mal so. Ja, so komme ich durch. So, und das macht jetzt der True Shot, wie ihr gesehen habt. Ihr müsst das hinterste Ziel anvisieren. Das ist ja am Anfang vom Spiel gar nicht klar, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie machen wir das denn jetzt am klügsten? Wir gehen mal dahin.
Ding, einmal den hier. Haben jetzt noch einen unnötigen Wolf Call drauf, also unnötig aus meiner Sicht. Brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Wir stellen Monali kurz und knapp dahin. Hätten wir jetzt auch nicht machen müssen, weil wenn der gezuckt hätte, hätte Buffy drauf geschossen. Und dann wäre es es gewesen. Und jetzt können wir hier zum Beispiel einen Scaldic Rain runter rieseln lassen. Der ist ganz schön heftig. Also heißer Regen sozusagen oder saurer Regen, sage ich mal. Da ist für die Roboter alles nicht so geil. Jetzt macht er wieder Sweep the Floor. Der putzt sozusagen und schlägt zu. Und durch den Block ist genau das jetzt eben passiert. Er wurde von mir kurz eingefroren. Kenne ich nichts. So, der Sommelier hat welche Reihenfolge mit dem... Reihenfolge, Range, vier Felder leider nur. Das heißt aber, von hier müsste er doch eigentlich treffen. Egal, ist geblockt, macht aber nichts. Es ist einfach nur fies. Monali gewohnt im Alleingang. Buffy soll einfach mal ein bisschen Selbstbewusstsein kriegen und hat ihn jetzt gekillt. Ja, ich sag mal so. Ich spiele halt gerne mit beschworenen Einheiten oder Dienern, ne, wie man das auch immer nennen mag, in RPG-Spielen. Ich glaube, die Leute, die meinen Kanal kennen, haben das nicht nur einmal schon gehört. Sag immer, sie lenken Schaden ab, sie können Schaden verteilen, austeilen. Ja, es ist einfach ein Ziel, das getroffen wird, das kann stören, das kann einfach komplett im Weg sein, so dem Gegner. Ja, es kann auch dir selbst im Weg sein, keine Frage. Aber ich finde halt immer, wenn es so eine Möglichkeit gibt, dass man so eine Einheit im Spiel hat und dazu bekommen kann, sollte man sich nehmen. Es gibt, wenn ihr das andere Zeug benutzt, was es da so gibt, dann kriegt ihr auch andere Boni aus dieser Mission. Ich weiß nicht, ob es da auch eine schlechte Variante von gibt. Das kann ich euch jetzt nicht zu 100%ig sagen. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann, ich finde den Sommelier nicht verkehrt. Und ich finde es halt mega geil, dass echt das Spiel diese Möglichkeit hat und Spiele einfach gibt. Ne? Also, muss ich so deutlich sagen. Das war jetzt aber fest eingeplant, dass Ella den umhaut. Ach, Mist, ey. So ein Blödsinn. Wie viele Trefferpunkte hat die Table? Vier und der da hat auch, der hat mehr, der hat, weil er ja, pro Teil hat er so und so viele. Dann Barrage bitte. Okay. Was hast du? Nee. Ja, du hast ja auch ein bisschen hier was, um Nahkampf zu machen. Doppelter Schaden. Nicht mehr hidden. Die Wardrobe, die wird anfangen, jetzt gleich zu produzieren. Ja, durch beide komme ich nicht durch. Aber ist egal, ob ich einen Through-Shot oder einen normalen Shot mache. Deswegen wollte ich die Wardrobe jetzt ausschalten, dass sie eben keine kleinen Mortagis mehr produziert. Das ist natürlich blöd, die vier Schaden. Hätte Ella getroffen, wovon ich ausging, wäre das jetzt vorbei gewesen. Was ist los, Ella? Du schlägst nicht mit ausreichendem Überzeugung zu, würde ich sagen, diesmal.
Oh, jetzt fängt er aber an, fies zu werden, der Typ hier. Die hat auch so ein kleines Feuerschwert, ne? So, ich kann jetzt auch mal ein Wurfmesser werfen. So, da kann man nämlich auch sagen, Swap Weapon, das vergesse ich nur zu gerne, und hat zwei Angriffe. Man hat nicht unendlich viele Wurfmesser, ne? Aber ich vergesse es einfach, dass ich manchmal eine Attacke mehr hätte eigentlich. Oder zwei. Ist dieses Spiel wieder lauter geworden? Ich drehe noch durch. Ach, wir haben eine Tier 2 Mystic Armor gefunden. Schaut mal, die ist einfach nur besser. Das ist das Einzige, was ich auch an Monalie noch machen kann. Ausrüstungsgegenständen. You know, I'm really proud of us. All that training is starting to pay off. More importantly, the people of Melitenary can rest easy now. Deal free from Tess? Oh, Tess, Tess, my darling daughter. You've come back to me? Buffy, do you know this? No, I never. Don't be silly, I haven't grown that old in all the years you've been away. So I take you're not Tess? No, who is this man? We don't know. He turned up here one day, weeping and wailing. We think his village must have been destroyed, or Trixel have been in his head, or both. He couldn't tell us anything except his name, Arndren, and that he's waiting for his daughter, Tess, to come home. We cared for him as well as we could and hoped his family would find him someday. It's too bad you're not really his Tess. Buffy, even a hero isn't called upon to shoulder every burden she encounters. Warner is right, not my problem. It might be nice to be someone's child, sagt Buffy. Many days later. They will take good care of you while I'm gone, and I will come back to visit between missions. Promise? I promise, Father. Seems to me more than one hurt has been healed in Melitenary. Ich finde es eine ganz schöne Sache, also wenn man sich mit Alzheimer oder Demenz auseinandersetzt. Und er ist so überzeugt, dass das seine Tochter ist, und die sagt ihm dann, nee, das ist. Man kann es Buffy verzeihen, diese Lüge. Dieser Mensch ist sehr glücklich, dass er seine Tochter gesehen hat. Vielleicht ist sie ja wirklich bei irgendeinem Angriff draufgegangen. Und aus irgendeinem verrückten Grund hat dieser Alzheimer- oder demenzkranke Mensch überlebt und konnte entkommen. Und seine Welt ist irgendwo stehen geblieben, ja. Und er wartet alles noch auf seine Tochter. Ist es nicht schön, wenn die dann wiederkommt? Weil der Mist hat manchmal mehr Deepness, als der ein oder andere ertragen kann, vielleicht. Plus 3 auf Romantik und plus 3 auf Healer hat sie jetzt bekommen. Das sind so persönliche Sachen. Aber wir merken, Buffy könnte auch ein guter Healer sein. Jetzt werden übrigens die Dingsbums gebufft, die Mortagi, bei der Mission. Und wir gehen nochmal kurz hier rein und finden nochmal schnell ein Item. Die Zeit läuft weg. Aber auch nicht dramatisch. Ich bin aber auch ein bisschen verletzt, deswegen. Eine kleine Pause zum Heilen ist jetzt notwendig, meiner Meinung nach. Zwei Heils bekommen. Fünf dort schon wieder. Ja, der hat genug. Die ist auch sehr stabil. Dann dodge ich vorne ein bisschen mehr. Obwohl, will ich das? Will ich dodgen? Will ich nicht lieber blocken? Wie ist denn das bei Wilder Mist gewesen von der Reihenfolge her? Ich weiß es gar nicht mehr. Normalerweise ist es ja immer grundsätzlich so bei den Strategiespielen, dass ich mache meinen Trefferwurf mit einem W20, zumindest beim Einspielen so mit einem W20. Dann kommt zuerst das Ausweichen. Genau. Also wenn die Einheit ausweichen kann, dann ist erst das Ausweichen. Und wenn Ausweichen scheitert, dann kommt der Rüstungswurf. So meine ich mich, ist doch die richtige Reihenfolge. Also kommt Ausweichen vorm Blocken. Dann will ich dodgen nicht. Dann will ich eigentlich gar nicht dodgen. Ich will nämlich, dass die Gegner mich treffen und ich die dann blocken kann. 70 oder 73. Dann gehst du mal auf 70. Dafür, dass du den alten Mann jetzt da gerade eben so schön nochmal glücklich gemacht hast. Okay, der erste Teil des Kapitels 2 ist meiner Meinung nach jetzt doch weit fortgeschritten. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Sachen vor mir. Wir haben so 4 Sachen jetzt auch gemacht. Ich würde sagen, den zweiten Teil packe ich in die nächste Folge. Dann wird es nicht zu lange.
Ja, doch, muss ich machen. Da kommt jetzt auch gleich eine Incursion und so Zeug. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, muss man mal schauen, wo die sich. Die wird jetzt von irgendwo von hier kommen und wird Schaden anrichten. Und ja, will ich jetzt nicht überdehnen, die Folge. Es kann dann wirklich zu lange werden. Dann würde ich lieber gerne den Rest in die zweite Runde reinpassen. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ja, also ich hatte und ich werde auch immer noch Spaß mit Wildermyth haben. Aus so vielen Gründen, wie ihr sehen könnt. Überrascht Wildermyth immer wieder Deepness dabei, immer wieder Spaß dabei. Diese machen Blödsinn dabei. Also ich glaube, da wird jeder bedient. Vom Wissenschaftler bis zum Mystiker, jeder Rollenspieler geht auch eigentlich das Herz auf bei Wildermyth, muss ich schon sagen. Und das bitte mal jetzt so als rundenbasierendes Strategiespiel. Ich glaube, ich würde vom Stuhl fallen. Ich habe da Ideenentwicklerteam. World Poker Games. Ihr kennt meinen Account. Schreibt doch mal. Schreibt es ja mal mütig. Komm. Schreibt mal rüber. Sagt mal, komm, schick mir dein Konzept für Wildermyth Strategiespiel. Wie meinst du das? Kann ich machen. Kann ich machen. Setz dich dran. Bau es aus und dann kriegt ihr das World Poker Games. Kein Problem. Die Hoffnung, dass sie jetzt nicht schreiben, ne? Weil ist ja noch gar nicht so ganz fertig. Ne? Okay. Ex Astris Scintilla, liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.